Eine neue Folge MT5, heute mit einem Zwischenbericht von unserem dritten Turnier der Schlacht in den Kriegslanden. Viel Spaß! Ja, ich dachte, da das Turnier jetzt angelaufen ist und die Hälfte der regulären Runden schon rum ist, nämlich 2 von 4, die wir spielen, wenn dann kein eindeutiger Sieger feststeht, wird es noch eine Finalrunde geben, werden wir dann sehen. Ja, dachte ich, es ist vielleicht interessant, einfach mal ein bisschen zu zeigen, hinter den Kulissen, wie das Ganze abläuft. Vielleicht auch, wer so dabei ist, wie sich das entwickelt hat, um einfach mal einen Eindruck davon zu geben, wie das so abläuft. Ich habe ja jetzt auch schon einige Turnierspiele hochgeladen, also meine eigenen, aber auch werde ich jetzt nach und nach ein paar andere Spiele, die ich hochgeladen habe, die ich mitgefilmt habe, hochladen. Da könnt ihr auch mal reinschauen, um ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, wie das mit dem Turnier so läuft. Erst einmal, wir haben 12 Teilnehmer, das sind schon wieder 3 mehr als beim letzten Mal. Wir steigern uns stetig, das finde ich schon mal gut. Und wir haben tatsächlich 6 neue dabei diesmal und 6, die beim alten schon dabei waren. Also genau 50-50 und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Mischung. Jetzt seht ihr hier die Excel-Tabelle, die ich auch verwende, um ein bisschen Statistik mitzumachen. Eigentlich verwende ich das Paarungsprogramm GÖP für die Tabelle und die Paarungen. Der macht das dann immer nach dem Schweizer System. Das sehen wir nachher noch ein bisschen. Genau, und hier trage ich aber auch die Völker einmal ein, da das erbeten wurde. Und das ist jetzt nicht super viel Arbeit für mich. Deswegen mache ich das und kann dann immer noch ein bisschen hinten, werden wir sehen, Statistik darüber führen, was denn so gewonnen hat. Und das ist jetzt natürlich noch eine sehr kleine Anzahl, aber vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. So, in der ersten Runde, ich gehe einfach mal kurz die Ergebnisse durch. Mitch, neu auf dem Kanal, war schon in der Facebook-Gruppe und also neu im Turnier. Er spielt gegen Sunny, der schon bei den anderen Turnieren mitgemacht hat, Sunny Meeple. Und aber sonst recht wenig spielt, während Mitch ziemlich viel spielt. Und Sunny hat tatsächlich geschafft, mit den Drachen die Dämonen 10-4 zu besiegen. Und das bedeutet jetzt, dass Sunny dann gegen jemanden gepaart wird in der nächsten Runde, der auch gewonnen hat, und Mitch gegen jemanden, der auch verloren hat. Dann eine etwas Überraschung. Empisano, auch ein neuer Teilnehmer, hat gegen Buja, also einen von den Spielmachern, im Drachen gegen Drachen Mirror gewonnen. War wohl ein bisschen so eine Fast-Putt-Situation und dann konnte er doch noch den Sieg davontragen. Das finde ich sowieso interessant, es kommen immer wieder Spieler bei uns auf dem Kanal vorbei, die wirklich dann nach ein paar Runden schon deutlich was auf dem Kasten haben. Und der Buja ist einer, der auch gerne mal zu weit in die Zukunft plant und dann den nächsten Zug eine Sache übersieht. Und auf jeden Fall Glückwunsch schon mal an hier den Sieg über den Spielemacher. Dann hat Abu gegen der Peter gespielt, der sowieso auch sein Spielpartner ist, was ein sehr knappes Spiel war, wohl genau 10-9 ausgegangen ist. Das Spiel von mir, Ritter gegen Ritter, gegen Thomas, der ja auch quasi Veteran der ersten Stunde hier Discord-Mitbegründer ist, ist ja auf dem Kanal drauf, könnt ihr euch da angucken, habe ich gewonnen. Und Tobi, also der Macher von den Celadron, hat mit den Mali gegen Rezelbertus, auch einen neuen Spieler, gewonnen, und Marvin, auch neu beim Turnier mit dabei, aber auch sehr aktiv, hat mit dem Mali auch gegen die Drachen gewonnen. Das heißt, alle, die hier jetzt grün eingefärbt sind, werden wir gleich bei der zweiten Runde sehen, werden gegeneinander gepaart, und alle, die weiß eingefärbt sind, werden auch gegeneinander gepaart. Und ich glaube, viel mehr gibt es zur ersten Runde auch gar nicht mehr zu sagen. So, in der zweiten Runde dann, auch das Spiel ist schon drin, habe ich gegen den Marvin dann gewonnen, der Mali ausgepackt hat. Der Empisano musste sich jetzt gegen Tobi geschlagen geben. Hat da auch zum ersten Mal gegen Dämonen, glaube ich, gespielt, hat dann auch gesagt, hat super Spaß gemacht, aber bei den Dämonen, da muss man erstmal reinkommen, und das ist auf jeden Fall so, denn bei denen muss die Zweierkreatur, die Besessene, ja geschlagen werden, wenn man sie schlagen kann mit einer angrenzenden Figur. Und da, ja, wenn man kein Superbrain ist, und ich glaube, ich habe noch keins so Superbrainig erlebt, braucht man da erstmal 10-mal, dass man in diese Fallen reinläuft, und danach wird es dann langsam besser. Also wenn da ein Dämonenspieler ist, der weiß, was man tut, oder weiß, was er tut, dann sind die halt super gefährlich, wenn man noch nicht so viel Erfahrung dagegen hat. Abu hat mit Drachen gegen Sunny mit den Mali gewonnen. Sunny und Empisano stehen jetzt also auf einen Sieg und einer Niederlage. Und ich, Tobi und Abu stehen auf jeweils 2 Siegen.
Der Peter konnte jetzt auch gegen Buja gewinnen. Das heißt, Buja muss sich jetzt unten im Feld rumschlagen. Und der Peter behält weiter seine Chancen, gegebenenfalls dann am Finale noch teilnehmen zu können. Thomas hat gegen die Dämonen noch verloren mit den Rittern. Das heißt, Mitch ist quasi gewechselt. Der hat ja in der ersten Runde... Wo ist er? Hatte mit den Dämonen verloren gegen die Drachen und hat jetzt mit den Dämonen gegen die Ritter gewonnen. Und zwei neue Spieler, Matt und Rizelbertus, haben Drachen gegen Drachen gespielt und war wohl auch ein super knappes Spiel, das dann im Endeffekt durch virtuelle Siegpunkte entschieden wurde. Und genau, wir haben jetzt quasi drei, die zwei Sieger haben. Das sind Marcel, ich oder Tobi, Abu und ich, so rum. Wir haben drei, die noch keinen Sieg haben. Das sind Buja, Thomas und Rizelbertus. Und genau, von denen werden jetzt jeweils zwei gegeneinander spielen und einer wird nach unten bzw. oben gepaart. Und die in der Mitte, die jeweils einen Sieg haben, spielen halt auch wieder gegeneinander. So ist das Ganze halt nach dem Schweizer System und sorgt dafür, dass man halt auch wirklich spannende Spiele rausbekommt. In der dritten Runde ist jetzt noch nicht so super viel passiert. Ich glaube, Matt und Böja spielen tatsächlich gerade, als ich das Video aufnehme. Ich nehme das leider zum zweiten Mal auf, weil beim ersten Mal irgendwie der Ton nicht mitgespielt hat. Marvin hat mit dem Mali gegen Abu gewonnen. Abu stand ja letztes Mal im Finale. Ganz knappes Spiel, wird auch noch hochgeladen oder ist jetzt schon vielleicht hochgeladen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Genau, und wieder sehr knapp 10-9. Und für beide, Abu war ja mit zwei Siegen jetzt quasi runtergepaart worden gegen einen, der nur einen Sieg hatte, weil wir halt eine ungerade Anzahl mit zwei Siegen hatten. Für beide ist jetzt, wenn keiner alle vier Spiele gewinnt in den vier Runden, noch die Möglichkeit ins Finale zu kommen. Und das andere ist Mitch gegen Empisano, der dann auch mit den Dämonen jetzt wieder gegen die Drachen gewonnen hat. Und ich glaube, der Empisano kommt dann langsam auch jetzt gegen die Dämonen rein. Ich glaube, nach dem Spiel hatte er das geschrieben, genau, dass er viel gelernt hatte. So, hier jetzt einmal die Tabelle eingeblendet zum Stand nach Runde 2. Da sieht man, wir hatten die 3 mit 2 Siegen, die 6 mit einem Sieg und die 3 noch ohne Sieg. Wobei jetzt ja auf jeden Fall einer von denen einen Sieg einfährt und vielleicht zwei. Das heißt, wir werden maximal einen haben, maximal, der kein Spiel gewonnen hat am Ende. Und genau, Marvin hat ja jetzt aber gegen Abu gewonnen, obwohl er da hochgepaart wurde. Und Mitch gegen Empisano auch. Und die beiden haben dann jetzt auch auf jeden Fall schon mal zwei Siege und können noch mit oben mitspielen. Und einige Spiele sind da ja noch offen. Das heißt, es wird am Ende einen nach der dritten Runde mit drei Siegen geben und dann vermutlich bis zu sechs mit zwei Siegen. Und das wird auf jeden Fall dann noch spannend. Jetzt kleiner Überblick. Ich habe hier eine Statistik, die sich quasi automatisch anpasst. Ich habe erstmal nach den Völkern jeweils, wie viele Siege ein Volk errungen hat und wie viele Niederlagen. Drachen stehen hier mit 5-7 drin. Davon waren zwei Mirrors. Winrate ist dann 42% bereinigt. Bedeutet, dass die Mirrors da rausgerechnet sind. Da ist quasi nur 3 gegen 5 gerechnet. Oder 4 gegen 2 Mirrors. Ja, 3 gegen 5. Denn bei den Mirrors ist natürlich klar, einer wird gewinnen von den Drachen und einer wird verlieren von den Drachen. Das heißt, das zieht die Statistik dann immer etwas gegen 50%, wie man hier halt auch sieht an den beiden Zahlen. Genau, dann hier unten noch die Tabelle, allgemein zur Statistik. Ich erzähle nur kurz, wie das gemeint ist und wer es interessant findet, kann dann ja pausieren und sich das Ganze nochmal genauer angucken. Also hier haben wir nochmal Gewinner, Verlierer in einer Tabelle, wo man sieht, welches Volk gegen welches Volk wie gut abschneidet. Dabei sind in den Zeilen quasi immer die Gewinner und in den Spalten die Verlierer. Das heißt, wenn wir uns dieses Feld hier angucken, bedeutet das, dass Drachen einmal gegen Mali gewonnen haben. Und wenn ich es jetzt quasi andersrum haben möchte, muss ich bei dem Mali gucken und die haben schon dreimal gegen Drachen gewonnen. Ja, vielleicht noch ein Beispiel. Ritter haben einmal gegen Mali gewonnen. Und wenn ich es andersrum wissen wollen würde, muss ich gucken, bei Mali haben keinmal gegen Ritter gewonnen. Genau, allgemein die Winrates hier, das sieht alles noch relativ nah beieinander aus. Hier maximal irgendwie zwei Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Genau, es spiegelt so das wider, was ich auch im Gefühl habe aktuell, dass es halt viel mehr darauf ankommt, wie erfahren und wie gut der Spieler spielt, im Vergleich zu welches Volk man spielt. Es gibt welche, die sind etwas stärker und welche, die sind schwächer. Das hat dann auf jeden Fall einen Einfluss, wenn quasi zwei gleich gute Spieler
gegeneinander spielen. Aber erst einmal ist entscheidend, wie erfahren der Spieler ist. Ja, und das war's schon, was ich euch zum Turnier zeigen wollte. Mein nächstes Spiel ist am Sonntag um 20.15 Uhr. Das werde ich vermutlich auf Twitch streamen bei mt5-tv. Den Link werde ich auch nochmal hier unter das Video posten in der Beschreibung. Wenn ihr benachrichtigt werden möchtet, könnt ihr da dann direkt folgen. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich online gehe. Und ich hoffe, das funktioniert denn alles, denn ihr wisst ja, live gehen kann man nicht üben. Denn entweder geht man live oder man tut es nicht. Ja, ich glaube, ich werde zum Abschluss nochmal so ein, vielleicht vor dem Finale oder falls es eins gibt, vor dem Finale ein Video machen oder zum Abschluss. Und dann können wir uns vielleicht die Statistiken nochmal ein bisschen genauer angucken. Bis dahin wünsche ich euch aber viel Spaß weiter mit Dice War und viel Spaß beim Turnier. Bis dann.